Eine kleine Schlange hatte sich schon gebildet, als pünktlich um 10 Uhr das Ostbad seine Tore für die Saison 2024 öffnete. Mitarbeiterinnen nahmen die ersten Badegäste mit kleinen Geschenken in Empfang und bewirteten sie mit Kuchen und Bratwurst. Von den Stadtwerken Jena war Sandra Werner vor Ort. Sie freute sich, dass dem Blumenstrauß für die erste Besucherin des Jahres ein in mehrfacher Hinsicht besonderer Gast entgegennahm. Das war die Ingrid Berndt. Das ist eine Stammkundin von uns tatsächlich, die auch schicksalhaft heute Geburtstag hat, wie jedes Jahr, und diesen Tag eigentlich traditionell mit uns hier im Bad feiert. Das ist eine Stammkundin oder eine Stammbesucherin, die eigentlich jeden Tag, den ganzen Sommer, hier bei uns vorbeikommt und schwimmt. Nicht nur Erwachsene schätzen das Ostbad. Mit Kinderbecken, Spielplatz und Wasserrutsche kommen auch die Jüngsten auf ihre Kosten. Nach einer ausgiebigen Runde Schwimmen oder Planschen lockt der Kiosk des Bades. Die Jenaer Bäder haben dem Imbiss nicht nur einen neuen Anstrich verpasst, sondern auch gleich einen neuen Namen. Der heißt ab dieser Saison Entenbude, hat ein erweitertes Programm, ist renoviert, neu gestaltet worden. Und auf der Speisekarte finden sich natürlich weiter die Klassiker, Pommes, Limo, Eis und so weiter, aber auch ein paar vegetarische Speisen, ein bisschen Fisch, auch gesünderes, Salate, um auch ein bisschen dem Zeitgeist zu entsprechen und das Angebot zu erweitern. Wer es beim Schwimmen lieber etwas ruhiger hat, dem sei das Frühschwimmen dienstags und donnerstags von 7 bis 9 Uhr empfohlen. Ansonsten hat das Bad ab sofort täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 1. Juni dann sogar von 9 bis 20 Uhr. Für ein paar Bahnen nach Feierabend eignet sich der Abendtarif, der jeweils ab 2 Stunden vor Schließung gilt.